So, herzlich willkommen, Klassiker Humor. Folge 35. Hardcore. Ja, was hat sich getan? Eigentlich nicht so viel. Nö, eigentlich gar nichts. Gut, ich habe hier ein bisschen, wie gesagt, immer 25 Schritte ein bisschen hochgelevelt. Wow, alles wird noch fertig. Na gut, okay, bei den Mini-Missionen, die wir immer haben, ist es auch nicht wirklich wunderlich. Wir haben einen neuen Söldner, schon mal ganz geil. Der wird definitiv sterben. Ist das billig? Ist das billig? Okay. Ja, heute wieder Full Size Episode. Irgendwie habe ich heute. Also, heute mache ich einfach nur drei ganz normale Folgen. Ohne Geschnipsel, ohne allem. Ein Fisch ist da. So, wir bewegen uns langsam aber sicher auf die 40 zu. Das ist ganz geil. Dann könnten wir uns jetzt vielleicht der Aufnahme zu Gardiniere leisten. Ich gehe auf jeden Fall erstmal und versuche mal den Boss zu erledigen. Das schaffen wir auch ohne Hilfe immer wieder. Das ist geil. Ich brauche nicht mal helfen. Lol. Na komm, dann lassen wir mal. Sehr schön, sehr schön. Gut. Ja, ansonsten mal gucken, was wir uns hier an Level leisten können. Oh, so können wir eine Menge leisten. Dann nehmen wir am besten, wer kriegt am meisten ein? Er. Bumm. Also wir können sogar noch einen leisten. Bumm. Oh. Ja gut, achso. Ja, na, warum nicht, ne? Also ich meine, hast du ja, hab ich erstmal nichts dagegen einzufinden, ne? Digga, was geht? Spinne ich jetzt gerade oder? 31, 32. Achso, gut, okay. Ja. Ich habe jetzt mit ihm sogar schon mehr Schaden als ich mit ihm hätte, aber da ist immer noch ein krasser Unterschied. Also, wir haben hier 1E32 und hier haben wir 6E33. Also wer dachte, die Dinger ficken schon? Die hatten noch keine Nacht mit dem hier. Ja? Der furchtlose Ritter, der arbeitet ohne Gleitcreme. So, wir haben Geld. Ich ficke dich. Ich meine, ist geil, definitiv. Bumm. Wenn wir ihn haben, zerfickt er jetzt noch mehr. Ich will aber endlich mal. Na gut, okay. Bringt jetzt sowieso relativ wenig, weil wir arbeiten ja mit den dreien. Und daher haben wir sowieso schon zwei. Also ist egal. Das hat, haben wir halt furchtlosen Ritter, wenn wir ihn uns leisten können, haben wir ihn gleich ein bisschen hier mit ein bisschen Action, ne? Ist schon ganz geil. So, was haben wir hier noch? Wir haben, das ist eigentlich alles. Wobei das hier geht tatsächlich. 1,5E38. Und das kann man machen. Ja, die Dinger hier, mehr kann man auch machen. Das ist übrigens das eine oder eine schöne Sache hier aus der PC-Version, also aus der Browser-Version oder wie auch immer man das nennen möchte. Hier werden die Sachen tatsächlich auch aktualisiert, sobald sie sich ändern. Bei der mobilen Version ist es so, wenn sich hier, wenn sich hier irgendwas an der Umgebung ändert, wodurch sich der Preis ändert, muss ich immer von dem Reiter weggehen und wieder raufgehen, damit sich das dann aktualisiert hat. Hier scheint sich das aber auch zu aktualisieren, wenn ich, ja, wenn es sich halt ändert. So, das heißt, ja, der nächste Boss steht gleich an. Nee, nächsten Boss. Den hat er gerade erledigt, ohne dass wir es mitbekommen haben. Willst du mich verarschen? Ja klar, weil wir hier die gerade alle hochgeskillt haben. Das macht es natürlich dezent bemerkbar. Dezent. So. Naja, ein weiteres 25 Level können wir uns nicht leisten. Und bei den Preisen können wir dann eigentlich doch Kleidungsdecken sparen. Okay, heißt also, ich lasse die erstmal hier in Ruhe. Die bringen so weit jetzt so effektiv nichts mehr, sondern wir tatsächlich sparen mal auf den hier. Das ist ganz geil. Ja, nice. Wollte ich. Nice.
Ja, die hier lohnen sich auch noch nicht, lohnen sich halt leider auch erst, wenn die dann so extrem, also wenn wir so weit sind. Das heißt, es bleibt jetzt gerade eigentlich nichts anderes übrig, als zu warten und bei den Bossen die Skill einzusetzen. Das ist deprimierend. Also eigentlich nicht, aber und wir müssen halt warten, ne? Dann müssen wir warten. Da führt die Frage vorbei. Ah, ja. Tja, bin ich mal gespannt. Wir sind schon Level 290. Da schaffen wir jetzt in der Aufnahme tatsächlich schon Level 300. Wollt ihr mich ruinieren? Das Problem ist immer, wenn man zu optimistisch ist und denkt, ja, in der nächsten Folge schaffe ich das und das und dann schaffe ich das und das, dann kommen Bosse und zerficken einen und man schafft gar nichts. Und wenn man sagt, ja, wir lassen uns Zeit, ich setze mal so drei Folgen drauf an, in den drei Folgen schaffen wir es auf jeden Fall bis Level 300, dann, bumm, schafft man es gleich in der allerersten Folge. Die schaffen wir auch schon wieder, ohne Skills. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Also es ist geil, aber es ist traurig. Es ist traurig. Es ist echt traurig. Also wozu habe ich eigentlich die Skills? Ne? Ich habe sie mir erarbeitet nach jahrelanger Forschung mit Kernfusion. Und das kommt von der Scheiße. Ja, sind alle da und tun nichts. Arschlöcher. Naja, dann heißt es wohl doch, wir machen jetzt definitiv noch keine Transcension, sondern so gut wie wir jetzt gerade aufgestellt sind. Vor allem, wie gesagt, sobald wir den hier haben, da zerficken wir nur noch. Wir leveln so weit wie wir kommen. Na? Und dann mal gucken. Ich sag mal so, wir machen wahrscheinlich doch heute Abend die Transcension. Aber eben, wir gucken dabei erstmal, wie weit wir halt kommen. Und ja, damit wir dann möglichst viele Heldenseelen haben. Wir haben schon 82. Holy moly. Was? Nur 819%? Was ist denn hier los? Ich dachte, jeder gibt 10%. Seid ihr eigentlich mit Debatt? Und warum habe ich jetzt 52 Kerne? Rubine. Ach ja, wie dem einen Söldner, der hat ja hier die eine Quest gehabt mit einem Rubin. Die kriegen wir definitiv nicht, also das können wir vergessen, ne? Also ist ja offensichtlich. Ja. Irgendwie steigt der Preis hier doch nicht, kann das sein? Oder bin ich einfach mit dumm oder so? 2,37, das war doch auch schon seit 3 Stunden so. Ist das teuer? Ja. Ach, ein Männchen. Ja. So, noch 10 Bosse, da kommt der nächste Boss wieder. Klar, noch 10 Bosse, da kommt der nächste Boss. Ja, schon klar. Nee, nein, ist natürlich richtig, ich meine, nach 10 Bossen kommt dann auch wieder ein Boss, ne? Also, aber. Ich meine natürlich nach den Monstern. Kommt der nächste Boss. So, jetzt noch 5. 4. Fisch. Ne, ich habe mich wieder verzählt. Jetzt sind 4. 4. Ja, aber langsam wird es langsamer. Heißt also, beim nächsten Boss brauchen wir auf jeden Fall denn die ersten beiden. Oder anders gesagt, egal ob wir sie brauchen oder nicht, ich aktiviere sie auf jeden Fall. Ich glaube, das macht Sinn. Boah, Alter, geht das langsam. Ach, wir sind ja schon beim Boss. Haha. Yay. Aktive. Wie
zerficken, zerficken, ja, das macht so Spaß. Wow, Alter, warte, Alter, wow. Alter, bei der zweiten Hälfte hatten wir gerade richtig, boah, da geht's aber gerade hart runter. Ja, das ist halt immer so eine Sache, eben, das ist ja, Glückstreffer ist ja nicht fest, sondern Zufall. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Kann also durchaus sein, so wie es jetzt gerade war, in der ersten Hälfte passiert quasi gar nichts, da müssen wir die ganze Zeit mitklicken. Und in der zweiten Hälfte geht es halt runter wie Sau, weil dann die ganzen kritischen Treffer kommen. Ist schon ganz geil. Boom, jetzt gucken wir gerade um wieder. Hat er sich mittlerweile eigentlich erhöht oder ist das irgendwie so geblieben? Ne, immer noch bei 47. Ich muss mal gucken, was wir hier eigentlich mittlerweile so für alle so Dinge haben. Okay. Achso, das ist mit Goldhorten. Schließe 5 Quests für Gold ab. Schließe 25 Quests für Gold ab. Ja, weil das die einzigen sind, die sinnvoll sind, du Arsch. Gibt's da noch mehr? Ja, für 100. Knacken wir aber sowas von. 2500 Quests für Gold. Na? 5 Quests für Heldenseelen? Ja, na wohl, das die einzige Alternative ist für den hier. Ich meine, später, wenn wir denn einigermaßen viel Heldenseelen haben, so mit 10.000, 100.000, 1 Million, weiß ja Geier was, da lohnt sich das dann auch, weil ich meine, hier hat man ja immer solche Sachen mit 3% von einer Fast Ascension, 5%, 10% und klar, wenn man natürlich jetzt in der Ascension 80 bekommen würde, wären es halt 8. Oder bei 3%, wenn man nur 5 bekommt, ist es halt 0. Aber wenn man dann halt 1 Million bekommt, dann sind halt auch schon 3% 3.000. 30.000. Da macht das dann also tatsächlich schon Sinn. Aber dahin müssen wir halt erstmal kommen. Von daher bringt jetzt halt wirklich nur die Goldmission was. So, ansonsten, was ist das hier? Beende 10, 50, 100, 120, 140, 160. Oh, wir haben halt alle. Okay. Eine Heldendele. Besiege den Grünen. Achso, das war der bei Level 200. Den Grünen. Der Grüne. Besiege Baumeister. Okay. Achso, das sind der wahrscheinlich spätere Bosse. Da möchte er nicht bei welchen Leveln die kommen. Oh, aber man kann ungefähr, also der dürfte auf jeden Fall vor Level 1200 kommen. Alter! 1400, 608, ojojojojo, hallo! Ah, okay, es gilt also genauso viel wie bei meiner mobilen App. Weil bei der mobilen App sieht das Ganze alles immer ein bisschen anders aus. Das ist, da hat man praktisch nicht so Klicker-Dinger wie hier. Sondern da hat man das praktisch immer so als Fortschrittsbalken. Heißt also praktisch, das alles von hier bis, also von da bis hier runter, ist alles quasi ein Fortschrittsbalken. Und je nach Beenden einer Sache geht der Fortschrittsbalken praktisch immer weiter, so lange bis man sich bis 3600 vorgearbeitet hat. Und pro Fortschritt bekommt man dann eine gewisse Anzahl an Rubinen. So ist es halt bei der mobilen App gelöst. Und die hat man aber das quasi so als Schallflächen, die sich dann nacheinander aktivieren. Naja, Schallflächen, also. Ja, ist ja egal. So. Bringe einen Söldner auf Level 5. Wo, wir haben schon Level 5 Söldner? Oh, Level 5. Level 4. Level 2. Level 2. Na, klar, Level 1, den haben wir gerade erst hier. Der kann man gerade erst. Den haben wir ja gerade erst eingesammelt. Aber hier tatsächlich schon 2 hohe Level. Nice. Sie werden definitiv hart sterben. So, wo war ich gerade? Da war ich gerade. Okay. Das heißt. Oh, erreiche Schaden pro Sekunde. 1E37 müssten wir dann fast mit dem hier bekommen, ne? Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Schade eigentlich. Ich weiß noch pro Sekunde. Ja, das haben wir schon. Hier haben wir tatsächlich alles raus.
einmal überschreiten. Kommt bald, kriegen wir bald. Spätestens heute Abend. Wobei ich das spätestens auch mal nur so in Klammern setze, also so in, ne, also man will ja hier nichts überstürzen, ne. Ja, komm, hier, bam. So. Oh, das ist Level 300. Wir helfen dem mal hier, der ist nämlich doch ein bisschen stärker, als er aussieht. Booyah! Wuhu! Nicey dicey! Wir haben Level 300 geknackt. Das ist... Was willst du von mir? Komm, auf die nächste Mission. Das ist... Bei Level 1, das überlebt er nie im Leben. Wir gehen es mal langsam an, ne? Er soll ja erstmal trainieren, ne? Yay, yeah, wir haben 5 Goldmissionen. Und direkt können wir noch einsammeln direkt. Boom. Ja. Das sind die Outsider. Und ja. Die sehen total krank aus. ja, und das sind wie gesagt die Viecher, die tatsächlich fast nichts anderes machen als unsere Antiken. Aber auf einem ganz anderen Level. Beispiel. Ja, das hier, überweltliche Urseelen. Beziehungsweise halt das hier. Die beide sind halt für die... Er ist praktisch der, die wir zuallererst schnappen werden, weil er sorgt dafür, dass wir mehr Heldenseelen bekommen in der nächsten... Also nach der Transcension denn. Wer aber auch noch geil ist, ist der Typ hier. Wir haben ja jetzt hier so mit pro Level so 25% mehr, ne? Also hier, ne, wir haben jetzt 175 und im nächsten Level haben wir dann 200% plus. Genauso wie hier, da haben wir jetzt halt 50% und im nächsten Level dann 75% plus. Aber mit dem Typen, wenn wir ihm ein Level geben, ich weiß nicht, steht es irgendwo? Ja, haben wir bereits in einem Level plus 100%. Und das bleibt nicht so, sondern von jedem Level zu jedem Level steigt das auch noch. Heißt also, wir haben jetzt plus 100%, beim nächsten dann irgendwie plus 200% zum Beispiel, beim nächsten dann mindestens plus 300 und so weiter und so fort. Das heißt also, wir werden immer effektiver. Also, nee, effektiver nicht, weil die kosten halt dann halt auch immer mehr. Aber du zerfickst hiermit halt wirklich einfach alles, wenn du dich nicht dumm anstellst. Und genau das werden wir machen. Wir werden also quasi erstmal auf ihn hier gehen, damit wir mehr Heldenseelen bekommen. Ja. Und wenn wir dann einigermaßen viele Heldenseelen haben, dann können wir anfangen, von dem aktiven Bild in den passiven Bild überzugehen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall auch noch hiervon was genehmen. Dann fliegt nämlich er raus. Und wir spielen nur noch mit den beiden. Weil das sind nämlich zum Beispiel die beide, die halt hiervon profitieren. Die halt von dem profitieren, weil das sind nämlich diese Inaktiv-Bonis. Ist ja hier. Gold von Monstern, wenn inaktiv. Schaden pro Sekunde, Schaden pro Sekunde, wenn inaktiv. Das heißt also, das sind hier zwei, die von ihm hier unterstützt werden. Und wenn wir den dann zum Beispiel schon auf Level 4 oder so haben, haben wir schon einen Boni von fast 1000%. So ist bei der mobilen App so. Kann ich mal ganz kurz nachgucken. Dankeschön. So, gucken wir mal ganz kurz rein. So, genau. Ponyboy, also den Typ hier unten. Den habe ich auf Level 7. Und er bringt halt, jetzt würde er plus von 100% geben. Hä? Ach ja, lol, okay. Gut, okay, auch wieder kleiner Unterschied. Bei mir erhöht er direkt die Menge an Urseelen, die man bekommt.
also an Helden sind, die man bekommt. Eher ist das bei ihm ist es aber nicht so, sondern er stärkt einen Antiken. Und der sorgt dann dafür, dass man mehr Heldenseelen bekommt. Das heißt, der arbeitet hier nicht direkt, sondern quasi indirekt. Aber wir können mal hier oben gucken. Wir haben jetzt quasi schon von 100%. Und ich bin bei mir Level 4. Das geht hier auch anders. Also ich bin hier Level 4 und habe gerade mal 400%. Das heißt also, bei Level 1 hatte ich hier viel weniger gehabt. Aber bei mir kann man es hier schon relativ gut sehen. Also ich bin Level 4 und habe 400% plus, also 406%. Und im nächsten Level hätte ich dann aber nicht 500%, sondern 659%. Also das anderthalbfache statt dem viertelfachen. Also egal. Wird also ganz spaßig. Mal gucken, wie viel ist. Also das ist hier auch mal wieder alles anders. Aber es sollte sich schon gleich in die gleiche Richtung bewegen. So. Und hier sieht man schon, wie gesagt, das hier arbeitet mit antiken Seelen. Wow, was für ein kreativer Name. Okay. Also keine Heldenseelen, sondern halt antike Seelen. Das ist hier die Währung, die nächste übergreifende Währung. Und hier sieht man halt auch gleich wieder, für ein Transhändchen würden wir jetzt 9 Stück davon bekommen. Und das richtet sich halt ausschließlich nach unseren Heldenseelen. Deswegen bin ich auch gerade dabei, die extrem zu pushen, weil hier steht es ja. Wir haben derzeit 17 Heldenseelen. Also, ne, das hier ist ihm egal, sondern es geht danach, was wir tatsächlich derzeit haben. Und tatsächlich haben wir 17 Heldenseelen. Und ab 30 würden wir die nächste bekommen. Heißt also, ab, wenn wir mehr als 3 oder ab 30 halt, würden hier plus 10 stehen. Denn deswegen bin ich mal gespannt, wenn wir denn hier die DX Ascension machen, wie viele Heldenseelen wir dann tatsächlich haben und ja, wie das stark das Reifen dürfte. Gut, ich glaube mal, die Folge ist schon mittlerweile auch echt relativ lang geworden. Ich habe echt immer noch nicht geschafft, den zu holen. Na gut, ich mache noch ein bisschen und ganz ehrlich, ich zack auch hier mal richtig rein. Bam, bam. Ja, das Ding ist ja noch. Okay, wow, das ist jetzt ein bisschen traurig, aber gut, kann man mit leben, denke ich mal. Okay. So, wollen wir hier auch mal endlich mal ein paar Dings der Bums da ein Dings dann. Ja, die steigt irgendwie gar nicht. Gut, dann lassen wir es an der Stelle auch. 30 Minuten Quest geht ja. Wow, das hier ist absoluter Müll. Ah, auch wieder nur 30 Minuten Quest. Schade eigentlich. Na gut. Immerhin nach. So. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile schon 1E. 39, wir brauchen also wahrscheinlich nur noch eine halbe Ewigkeit. Ja, den Boss werden wir sowas von absolut nicht schaffen. Gut, das ist natürlich traurig. Das ist Bullshit. Das heißt, ja, wir werden auf die Level zurückfallen und werden dann hier, da macht jetzt tatsächlich erstmal Feierabend. Und weil dann halt erstmal Geld verdienen. Die Transaktion können wir jetzt jederzeit machen. Aber ich will halt erstmal, wie gesagt, noch ein paar Level farmen. Und wenn ich keinen Plan habe, wie effektiv das wird. Der jetzt mal gibt wieder keine Heldenseelen. Vielleicht sollte man doch schon direkt die Transaktion machen. Ich weiß nicht. Schon? Warum jetzt schon 98? Haben wir gerade jemanden erledigt, der Heldensinn gegeben hat? Ja, ich habe doch gerade eben das nachgeguckt. Hä? Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was denn hier los? Ja.
Geben wir den noch mal ein bisschen. Was? Warum 0%? Hä? Was ist jetzt hier? Ach so, halt, es war ein zweiter um. Ja, das sind unsere drei und da können wir uns nichts leisten. Schade. Na gut, ja, dann bleibt das erstmal so. Dann, ja. Kommen wir langsam in den guten Bereich. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob wir nächstes Level auch wieder nicht schaffen, hier ranzukommen. Das ist Bullshit. Das ist richtig Bullshit. Oh mein Gott. Ja, dann sehen wir uns dann gleich zu Doom Eternal wieder. Beziehungsweise heute Nachmittag wieder zur nächsten Folge von Klicker Hero. In dem Sinne, schau mit V. Tschüss.